Meine Fresse, ey. Och, Nachladen. Komm schon, ey. Oder nur noch? Haben sie die jetzt? Ich will jetzt endlich diese olle Dingens einnehmen. Meine Güte, ey. Los, nimm weiter ein. Hallo. Ah, okay. Jo, wird gemacht. Oh. Schaltet die Feinde hinter dieser Maschine aus! Natürlich! Feindliche Infanterie voraus! Feindliches Fahrzeug! Meine Fresse, ey. So. Bastard. Nein. Warte, ich bin Soldat, ich bin höher als du, ja? Ja, ja, ist ja gut, ich geh ja schon. Ey, ich halt doch eh fest. Och, komm schon! Nein, 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 komm, 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 komm! Das war knapp. Sehr, sehr knapp. Slums sichern. Tag dann so, Vororte sichern, Platz sichern, Kommunalgebäude einnehmen, Verteidigungsposten neutralisieren. Na, wie geil ist das denn? In Ordnung, auf zum nächsten Auftrag! Ja, nicht lang. Deck mich, ich wechsle die Stelle um! Ja, ja, mach mal. 90 Meter, da will ich jetzt hin. Auf zum nächsten Auftrag! Das ist ein bisschen ruhig. Das ist ein bisschen zu ruhig. Was hacken die jetzt schon wieder aus? Nein, komm schon. Oh. Sag das zu, ich wieder so ein oller Hinterhalt, ey. Noch irgend so ein Heli? Kann gerade zumindest keinen sehen. Natürlich, die Panzerbrechen Muni kommt von dem da nicht. Achso, ist schon kaputt. Jetzt mal einnehmen, so dass ich auch weiter kann, denn. Auf geht's!
Okay. Der ist so dämlich, der Panzer. So, geht doch. Links. Nein. Snipen angesagt wieder. Ach nee, ey, warum müssen die Ziele so weit auseinander liegen? Und das ist mir schon wieder zu ruhig. Ja, das nächste Spiel, oder ja, das Spiel, auf das ich mich nächstes Jahr freue, ist Crysis 2. Darauf freue ich mich ja nun sehr, sehr gerne. Ich habe heute schon wieder ein Deutsch, das ist schon wieder nicht feierlich. Weil ich habe Crysis 1. Und die Berichte, was ich da schon zu gelesen habe, die sprechen mich ja schon hier sehr, sehr doll an. Und eine Edition spricht mich noch doller an, das ist die Ladung Edition von Crysis 2. Da hat man nämlich einen Rucksack mit bei in Nano, also wie der Nano-Suit aussieht. Das Kommunalgebäude oder das, was davon übrig ist, ist jetzt unter Kontrolle der Koalition. Bestätigt, bleiben Sie in Bewegung. Hab Sie im Visier! Sie sind hinter den Sanddecken zu rechten! Ich bin dabei! Achten Sie! Ja, dann hat man da noch halt Steelbook, Artbook, alles so drum dran. Also richtig genial. Und eine Prophet. Ja, ich glaube, von Prophet. Ja, genau. Eine Prophet-Figur. Die ist 28 cm groß. Und die interessiert mich ja auch. Also die Nano Edition, bis jetzt streiten sich noch die Preise. Da die erst nächstes Jahr im Februar angeboten wird, weil Crysis 2 kommt ja am 24. März raus. Schreiben manche manche Foren, dass die 158 Euro kosten soll, manche sagen aber bloß 130. Und demnach werde ich mir, je nach wie teuer die ist, werde ich mir die auch holen. Wenn du nur 130 Euro kosten würde, würde ich mir sie mir eventuell holen. Oh. Werde sie mir wahrscheinlich für 130 holen. Allein wegen dem Rucksack und der Figur. Dann hat man ja, na gut, das hat man in der Limited Edition auch. Die Multiplayer-Zusätze, die man da freischalten kann. Und war's das? Ja, war das. Na, kommt hier Cutscene oder kommt keine? Nee, Ladescreen. Quartier, Einsatzort Südrussland. Ja, weil der Nanosuit, der hat ja jetzt nicht mehr so wie in 1. Musste man ja noch maximale Stärke, Tempo und die ganzen Upgrades, die der drin hat, auswählen. Und bei Crysis 2 ist das schon integriert. Alles ins 1. Aber dann hat man, kann man trotzdem noch zwei Dinge auswählen. Ich weiß zwar nicht gerade jetzt welche. Auf jeden Fall, wenn man auch so sprinten tut, dann tut er
rutschen. Also tut man sprinten und dann drückt man die Duckentaste, dann tut er so rutschen auf Erde. Damit kann man noch einen Feind umkicken. Also von den Füßen holen. Und wenn man von das andere ist, wenn man vom höheren gelegenen Häusern oder was weiß ich, gegen so runterspringt und dann auf dem Boden, also kurz vor dem Boden und dann eine Taste drückt, haut er so zusätzlich mit der Faust noch rauf und dann durch den Nanosuit hat, macht er dann so eine Druckwelle, die dann, ja, die Leute kampfunfähig macht, die Gegner. Und er nimmt natürlich seinen Suit, absorbiert dadurch halt weniger, na, Fallschaden. Also wird auch der Fallschaden reduziert, den der Nanosuit aufnehmen muss. Ja, das werdet ihr auch sehen. Crysis, Crysis Warhead und Crysis 2 werde ich auch machen. Also ich hab doch schon ein paar Spiele. Oh, sorry. Ich bin noch müde. Ich nehme gerade um 11 Uhr oder also, beziehungsweise seit 10 auf. Morgens. Ja. Und ja, also es sind doch noch spannende Projekte bei, die bald kommen werden. Natürlich eins nach dem anderen. Wenn ich endlich mal die Togethers fertig habe, werde ich zwei Projekte anfangen. Denke ich mal zwei Projekte. Weil ich denn ja doch mehr dann aufnehmen kann, als wenn ich jetzt halt mit dem Together Partner, der muss Zeit haben, der muss Lust haben. Ich muss natürlich auch Zeit haben, wenn ich Zeit habe, hat er meistens keine Zeit. Das ist alles so ein Hin und Her, da muss man halt schon Termin finden. Und alles und ja. Und Ladescreen Screen ist Ende. Und bestimmt Cutscene oder sowas. Nein. Anfangsgespräch bestimmt wieder. Sie machen sich sehr um die Koalition verdient. Wir müssen jetzt tief um die Stadt vorrücken. Die Luftaufklärung hat zwei Straßensperren gesichtet, die vor Ihnen liegen. Dort stehen schwere Fahrzeuge, gut getarnt. Sie müssen alle Verteidiger an beiden Straßensperren eliminieren. Und ich werde jetzt noch mal kurz den Soundcheck machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.